Herzlich willkommen zu Prey. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier durchgeschlagen und vier Neuromods gefunden. Und in dieser Folge möchte ich zum einen jetzt gleich erstmal die Neuromods verbrauchen. Und zum anderen, ich habe mal so ein bisschen vorher mal die Ziele mir angeschaut. Ich würde ganz gerne versuchen, hier ins Maschinenlabor zu kommen, weil das ist auf dieser Ebene, auf der wir gerade sind. Und einen Fabrikatorplan für das Atax-Antriebssystem zu finden. Keine Ahnung, ob mir das gelingt, aber wir werden es versuchen. Außerdem, hier wo wir jetzt stehen, warte mal, wenn wir hier auf die Map gehen, hier geht irgendwie ein Gang runter. Von da sind wir ja gekommen. Wir sind ja hier außen rum und hier ist ein Gang. So, also hier. Ne? Den können wir natürlich wieder nicht nehmen, so ein Scheiß. Gut, als allererstes gucken wir uns jetzt die Neuromods an. Wir haben sechs Stück. Hacken, heben. Reparieren wäre auch nicht schlecht, ne? Das ist Hacken, das ist Medizintechnik. Hier ist Reparieren, da ist Reparieren 2. Auf alle Fälle. Also das würde ich ganz gerne als erstes machen, um die ein oder andere Gerätschaft, die wir hier so vorfinden, doch erwerben zu können. Erwerben zu können. Ich gerade erwerben lese. Reparieren zu können. Werden wir das als erstes machen. Was haben wir denn hier unten noch? Schlagkalibrierung. Okay. Erhöht den Ertrag beim Recyceln um 20%. Das wäre auch nicht verkehrt. Habe ich hier noch Schusswaffen? Den Schaden. Oh. Gegner brauchen länger, um dich zu entdecken, wenn du schleichst oder kriechst. Da denke ich gar nicht lange nach. Das nehme ich einfach. Auf geht's. Zurück. So, und nun? Da kommen wir nicht rein. Machen wir uns. Habe ich hier schon alles durchsucht? Offensichtlich nicht, denn hier ist noch eine angerauchte Zigarre. Was haben wir hier noch? Das haben wir schon gelesen. Weltraumaufzug haben wir schon irgendwann mal in einer anderen Folge gelesen. Die Tornados, da ist nichts weiter. Okay, wir versuchen mal in den Maschinenraum zu kommen. Erstmal schaue ich mich hier um. Man kann ja nie wissen, ne? Das sind nur Blumen. Haben wir hier eine angerauchte Zigarre und eine Bananenschale. Immer gerne genommen. So, Maschinenraum. Da waren wir doch schon. Moment mal eben, jetzt gucke ich nochmal hier. Da ist. Maschinenlabor. Das ist der andere Bereich. Okay. Vorher werden wir hier nochmal ein bisschen was recyceln. Einfach damit wir ein bisschen Zeug loswerden. Wenn das geht. Wir haben. Aber doch ein bisschen was haben wir. Bisschen was haben wir. Was ist das? Da Batterien. Taser-Pistole muss ich mir auch mal holen. Angerauchten Zigarren. Ersatzteile. Ja, die werden wir gebrauchen, weil wir jetzt ja reparieren können. Hoffentlich. Wenn wir jetzt Reparatur 2. iPhone-Köder können wir noch gebrauchen. Was ist das? Sicking Granatapfel. Hört Gesundheit her. Wie viele Medkits habe ich denn? 9 Stück. Ja, komm, das lassen wir mal. Das können wir noch so mal auf die Schnelle uns reinpfeifen. Und deswegen lassen wir das mal. Dann jetzt erstmal hier recyceln. Ein bisschen was haben wir bekommen. So, sonst war hier glaube ich nichts, ne?
Zu reparieren war hier auch nichts. Dann gehen wir mal rüber. Da war eh noch das eine oder andere, was ich sehen wollte. Wir gehen mal rüber. Wer? Hallo. Okay. Moment. Ich glaube, ich werde mich mal eben ein wenig hochheilen. Wie viel Moon habe ich eigentlich noch? Muss ich gleich mal gucken. Also schmeißen uns mal eben das hier rein, was eh nur Plätze belegt. Der Anzug könnte Reparatur gebrauchen. Aber lassen Sie erstmal. Was habe ich denn hier noch? Duckbier, das wird, die hätte ich eigentlich noch gebrauchen können. Aber die Zitrone, die nehmen wir. Okay. Nochmal, das ist Bourbon, ne? Was habe ich denn hier noch so alles? Das ist ja unfassbar. Okay. Nein, nicht zerlegen. Mal raus, mal rein. Ich habe noch 22 Moon. Ja, ich muss noch mal Munition herstellen. Aber als erstes versuchen wir ihn jetzt mal hier zu kriegen. Der wandert doch hier mal rum. Das war jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Ich bin ja feige, ich möchte ihn gerne von hinten erwischen. Na komm. Was macht der da eigentlich? Mich würde mal echt interessieren, was seine Aufgabe ist. Natürlich auch einfach, ne? Moment, da muss. Lebt er noch? Ah ja, er lebt noch so marginal, würde ich sagen. Hallo? Er hat uns noch einen mitgegeben. Okay. Ich muss aufpassen, ich habe nicht mehr so viel Schuss, ich glaube jetzt noch 19 Schuss. Haben wir hier. Da können wir was reparieren. Holzhange. Moment. Davon haben wir jetzt zwei. Nehme ich ausrüsten. So, zerlegen. Ja. Ja. Das war das, was ich wollte. Nein, nicht zerlegen. So, hier. Zögerung. Ach, das mit dem kommst du mit? Kommst du? Ja, ja, alles klar. Alles klar, haben wir. Haben wir. Haben wir. Ich habe das Hypo verwendet. Wie habe ich das jetzt gemacht?
19 Schuss habe ich noch. Ja, ja, schnell rein. Einmal reparieren. Los. Sehr gut. Wo ist die Knarre? Moment, auf 9? Okay. Ich glaube, das kann man sicherlich auch sortieren, ne? Oh ja. Ah, hier sind wir. Okay. In einem kleinen... Ja, was ist das? Kino? Sieht fast wie ein Kino aus, ne? Halt ein Vorführungsraum. So, war hier sonst noch was, bevor wir da runter rennen? Die Geschütze, die müsste ich jetzt ja auch reparieren können, teilweise. Aber nix. Gehen wir hier lang. Korrumpiert. Hab da gerade was von korrumpiert gelesen. Da stand doch gerade korrumpiert, oder? Ah! Die Maschine da vorne ist korrumpiert. Hier ist nichts weiter. 9 mm Munition nehmen wir mit. Irgendwie so feige hier durch die Lücke schießen können wir nicht, ne? Nee, ich wollte nicht. Verdammt geworden, der sehr integrierte Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Ein sehr integrierter Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Sehr integrierter Kreislauf hat neue Instruktionen. Das gefällt mir nicht. Verbraucht zu viel Schuss. Warte mal, das müssen wir irgendwie anders lesen. Und mal kurz verriegeln. Wenn ich die vorher mit Glue... mit der Glutpatrone. Einfrieren. Und dann... neue Überwachungsüberbrückung erhalten. Vielen Dank. Gucken, was hier noch ist. Da kommt er. Und dann mit dem... ich hab... und jetzt einfach zertrümmern. Wir sind die dritte Kreislauf. Geht auch. Ja, spare ich ein bisschen Munition. Gut, jetzt habe ich was abbekommen. Hält sich aber in Grenzen. Das war die Glühpatrone. Ist... gar nicht. Ist da gar nicht drauf. So ein Kack. So, was haben wir hier noch? Da vorne ist der Fabrikatorplan, den ich suchen soll, können, möchte, soll, tun, irgendwie. Müsste man das dann löschen können, oder? Und für sich schon. Haben wir hier. Kodierte Spule. Amy Schmidt. Anzug, Reparatur, Schlüsselkarte. Ballistiklabor. Sehr schön. Uiuiui. Oh, was haben wir hier? Ist das das Ballistiklabor? Jawohl.
So, jetzt gehen wir trotzdem mal lieber auf unsere Knarre. Moment. Ich habe die zweimal Schrotflinte. Das muss ich mir doch... Ah, ich bin auch so doof. Ja, zerlegen. Los. Weg damit. Bestimmt wieder irgendwas. Ballistiklabor, was haben wir hier? Oh, das können wir hacken. Das ist geil. Einmal den und dann einmal hier. So, mal gucken. Wo muss ich hin? Da. So, und dann den. Drin exotisches Material, synthetisches und mineralisches. Das ist doch schon mal was. Und natürlich auch ein paar Nachrichten, die lesen wir uns mal gleich durch. Recycler Ladung Fabplan. Lilly, wie mir mitgeteilt wurde, benötigen Sie einen aktualisierten Fabrikatorplan für die Recycler Ladung. Rein zufällig habe ich noch einen Plan in meinem Quartier. Erinnern Sie mich vor der nächsten Schicht daran, dann bringe ich ihn mit. Dr. Thorstein. Lilly, während meines Tests der Recyclerladung ist etwas Eigenartiges passiert. Ich hatte das normale Ausgangsmaterial in die Kammer gelegt und die Ladung gezündet. Was dabei herauskam, war mit etwas vermischt, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Einer lilafarbenen, fast organisch wirkenden Substanz. Vielleicht war das Ausgangsmaterial mit irgendetwas kontaminiert. Ich weiß nicht, wie ich weiter vorgehen soll, also habe ich das unbekannte Material erstmal in den Tresor gelegt. Amy. Ja, und wir haben es uns da jetzt rausgeholt. Und schauen mal, ob wir damit was anfangen können. So, was haben wir hier noch? Ein Whiteboard. Great. Das ist ein Umweltmaterial und so zerlegt man es. Hier haben wir noch EMP-Ladung, immer gerne genommen. Mineralisches Material, nein, ich wollte nicht. Das Synthetik. Oh. Ich hoffe, dass wir hier jetzt gleich auch ein bisschen was herstellen können. Nehmen wir auch alles mit. Nein, ich nicht. Oh. Das sehe ich ja jetzt erstmal. Was haben wir da? Ein paar Mimics. Steuerpanel. Festplattenlaufwerk. Dann noch eine korrigierte Spule. Die sind hier drin, ne? Hallo. Kann man da bestimmt irgendwie platt machen, oder? Kann man nicht irgendwo auf den Knopf drücken und die zerlegen oder so? Ich meine. Warum nicht? Was war das? Zigaretten. Da ist ein Zettel. Schauen. Tag des Vorfalls, 21. Oktober 2034, Angestellte Lilly Morris. Beschreibung, Recycler-Ladung explodiert in Reichweite meines Fußes.
Die organische Materie, die einst Teil von mir war, ist nun feinsäuberlich zu dieser Kugel komprimiert, die Sie vor sich sehen. Passen Sie gut auf. Oh. Ja, dann nehmen wir dich mal mit. Was? Oh, was haben wir hier? Ballistkammer. Wenn ich sie öffne, ne, ist klar, ich mach mal auslösen. Sehr schön. Kann man öffnen. So wie ich es mir gedacht habe. Dankeschön. Da ist nichts drin. Granatencontainer. Ja. Dann nehmen wir das mal alles raus. Was wir hier drin haben. Weiter. Noch 74 Meter bis zum Plan. Das kann ganz schön weit sein. Na dann. So, hier haben wir alles, ne? Dann gehen wir hier mal wieder raus. Exterior breach detected beyond this point. Oh. Ich würde sagen, wir gehen da besser nicht rein. Sieht sehr, sehr, sehr ungesund aus. Gut, dann hier weiter. Vielleicht vorher mal ein bisschen was reinpfeifen. Komm. Was soll der Geiz? Einmal richtig hochheilen. Ich vermute, dass uns gleich irgendwas erwartet noch. Wo war's? Das sind alles Ersatzteile, ne? Da. Ach fuck, das war jetzt Verschwendung. Egal. Auf jeden Fall sind wir wieder bei 100%. Wir gehen hier mal vorsichtig weiter. Oh, da war, ist was zu reparieren. Komm, 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 komm. Wunderbar. Da hinten ist wieder ein Phantom. Was war das? Ich habe echt Demonstrationsstage. Okay, das, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Das ist eine Sicherheitsstation. Ich habe eine Idee. Er ist ja... Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wo bist denn du? Du bist doch oben, ne? Wir könnten... uns dem Ganzen mal von oben nähern. Vielleicht ist es dann etwas leichter, den Platz zu machen. Und hier in dem Bereich war ich noch nicht, weil ein Phantom da ist. Ich habe nur noch 9 Schuss, das ist Kacke. Okay.
Was das? Oh, da ist noch einer. Verdammt. Solange wie wir sie haben, ne, verbrauchen wir sie einfach mal. Hallo? Denn A, habe ich keine Lust, permanent nach hinten zu rennen und alles wieder neu herzustellen, Schrotpatronen und sowas. Es sei denn, wir können jetzt hier auch mal was herstellen. Das ist sonst echt lästig. Was haben wir hier? Können wir die referieren? Jo. Stimme, Ziel, kein Teilchenmaterial entdeckt. Sehr schön. Was ist mit ihm hier? Das, ach, das ist nur eine. Ist nur eine Leuchte. Eine Lampe. Ein Strahler. Jetzt habe ich's. Ja, dauert alles ein bisschen länger. Passwort haben wir keins. Schade, hacken können wir. Komm, dann hacke ich das noch. Das gucken wir uns jetzt noch an. Und dann lesen wir natürlich noch die drei Mails. Dann sind wir schon wieder am Ende. Ja, ist leider so. Glutestergebnisse. Was steht da? Exemplar FHJ89C Glue-Haftkraftprobe. 3.1 Vorbereitung des Testexemplars 3.2. Die Dimensionen sollten für Modellversuchskammer 1 Kubikmeter bei einem Luftaustausch von 1 bis 0,02 pro Stunde optimiert werden, um einen Ladefaktor von 0,1 bis 0,9 Quadratmeter zu erreichen. 3.3 größer TBO 79C zur Reinigung der Edelstahlplatte verwendet. 3.4 größere, Testobjekt vollständig und mit geringfügigem Materialverlust auf Metallplatte imprägniert. 3.5 Exemplar sofort in Testumgebung überführt. Modellversuch, erfolgreich, empfehle zu größeren Testobjekten überzugehen. Anmerkung, Glue ist nach wie vor vitrophobisch. Ja, das ist schön. Was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was vitrophobisch. Keine Ahnung, muss ich nachgucken. Hallo. Hier noch einmal zur Erinnerung, falls Sie Vorräte aus der Werkstatt brauchen. Der Code des Lagerschranks lautet 3109. Geben Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie etwas herausnehmen. Clive. Oder Cliff. Na, Clive. Sie haben gewonnen. Wer auch immer dem lieben Mr. Gluey Glueface Arme spendiert hat, also die erste Schicht, ich verbeuge mich vor ihnen. Zuerst dachte ich, dass den Aal in der Speak-Hut nichts toppen könnte. Aber da habe ich mich geirrt. An ihre großartigen Idee mit den Händen aus Baseballhandschuhen kommt einfach nichts dran. Mit freundlichen Grüßen, die unwürdige zweite Schicht. Ja, die unwürdige zweite Schicht. Und wir sind hier die unwürdigen Erforscher der Talos-Station. Vor allem mit mir, der immer noch nicht so genau weiß, was er hier eigentlich tut. Titus Cromwell. Anzug-Reparatur-Kit, Baseball-Handschuh. Kaputtes Festplattenlaufwerk, ob das Teil der Ausstattung war von dem Mr. Glue? Wir werden es nie erfahren. Winton Purvis. Das sind 44 Meter. Was haben wir hier? Wir werden uns das anschauen. In der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge gehen wir hier mal. Einer kloppen wir hier das ganze Glutgedönse weg und dann gucken wir, ob wir da was finden. Und bis dahin sage ich erstmal vielen Dank
hoffe, ihr seid auch so verwirrt wie ich. Denn ich möchte nicht der einzige Verwirrte sein. So ganz habe ich das Spiel immer noch nicht kapiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein komisches Spiel. Interessant, gruselig, aber auch komisch. Naja, wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Steht ja mal wieder an. Und ich hoffe, ihr könnt mit der Folge was anfangen. Ich weiß selber noch nicht, ob ich mit der Folge was anfangen kann. Wir werden es sehen. Bis dahin. Ciao, euer Alien.